Sind hier unsere ersten Startversuche bei dem Motor. Da ist er. Philipp, was machst du da? Ich unsere polnische Stromversorgung aktivieren. Und für was? Für den ersten Motor-Restart, du. Nach langer, langer Zeit. Also sind wir jetzt schon direkt im Video, sagst du? Wir starten direkt rein, ja. Nee, ich begrüße euch wieder hier bei uns im K-Werk. Wir haben jetzt hier Samstag. Haben schon gestern Abend noch versucht, alles so weit vorzubereiten, weil es ja doch an viele Dinge gibt, an die man denken muss. Hier noch ein Kabel, da noch ein Sensor, wo steckte das alles und so weiter. Genau, kannst ja mal kurz reinfilmen. Sieht jetzt alles ein bisschen wüst aus, weil wir gesagt haben, der Kabelbaum wird erstmal nur rübergeschmissen, weil da nochmal ein neuer reinkommt. Das haben wir soweit alles vorbereitet. Getriebeöl ist wieder drin, Servo haben wir schon entlüftet. Zündung eingestellt. Zündung haben wir grob eingestellt, also halt einfach, genau. Müssen wir da nochmal richtig machen. Wird jetzt etwas laut beim Start, weil es ist bis jetzt nur Krümmer und Hosenrohr dran. Auspuffanlage ist noch nicht ganz fertig, da fehlen noch zwei Schellen. Zwei V-Band-Schellen, die ich leider falsch bestellt. Aua. Deswegen müssen da nochmal andere rein. Und dann können wir das machen. Aber wir wollen jetzt zumindest einmal sehen, dass er vernünftig läuft. Wir haben keine Lambda-Werte. Wir haben keine Lambda, genau. Das muss auch weil die runtergesetzt wird Richtung Cut. Das muss damit eingebaut werden. Und deswegen ist das auch noch nicht da. Also er läuft etwas im Blindflug. Die passende Batterie haben wir auch gerade nicht. Deswegen wird es eine etwas größere. Die baust du dir dann ein als Gewichtszusatz, damit du dein massives Drehmoment auf die Straße kriegst. Gnadenlose Leistung auf die Straße kriege. Genau. So der Plan. Wenn es jetzt schon Puff macht, dann war schon mit dem Grundlage was falsch. Das sieht ja erstmal schon mal ganz knusprig aus. Wie viel Spannung da drauf ist, keine Ahnung. Wird schon reichen. Werden wir sehen. Ich würde sagen, gehst jetzt erstmal, setz dich mal rein. Stopp. Wir wollten ja erstmal noch, genau. Das hatten wir ja damals schon so ein bisschen. Boah, Digga, du bist echt dicht, ja, ist das richtig? Aber ist gut. Okay. Ich den Zuschauern nochmal ein Küsschen geben. Dafür, dass wir jetzt schon über 300 Abonnenten haben. Danke euch. Genau, wir haben gestern Abend schon mal ein bisschen Öldruck vorgefördert, indem wir einfach Zündverteiler rausgenommen haben. Dann kannst du von oben die Ölpumpe ansteuern, dass schon mal ein bisschen mehr Öl wieder verteilt wird im Motor. Und werden jetzt gleich ein paar Mal den Motor durchdrehen lassen, ohne Zündung dran, dass er nicht anspringen kann. Also stöpseln wir einfach vor. Wir stöpseln jetzt kurz Zündspule ab. Das mache ich jetzt mal fix. Schön da, wo es noch so mauchig ist. Tja, der alte Kabelbaum, wa? Der alte Kabelbaum. Hat sehr viel Freude gemacht, den da gestern ranzumachen. So. Zündung ab. Dann würde ich sagen. Setz dich mal rein. Setz mich mal rein. Die Zündleuchte leuchtet. Gucken wir mal. Und dann versuchen wir es mal, wa? Ich begleite dich mal noch zu dir. Darf man so ein Video machen. So. Ewig nicht drin gewesen im guten Auto. Die Uhr geht schon mal. Das ist wichtig. Das ist schon mal super. Okay. Das ist auch schon mal gut. Die Lampen leuchten, das Radio leuchtet. Das Radio leuchtet, hat Demo-Modus, das machen wir mal aus, das stört sonst. So, willst du gleich da bleiben? Ich? Ja. Ja, du kannst nach vorne gehen. Jetzt lassen wir einmal durchlaufen. Genau. Starten tut er jetzt noch nicht. Ich muss noch ein Video machen. Das klingt richtig gut. Das ist, glaube ich, der Anlasser, der nicht ausrückt. Nochmal. Kann sein, dass er nicht genug Bums hat. Würde ich sagen, gehen wir durch. Okay. Hervorragend. Müssen wir da nochmal bei. Aber wir können auch erstmal Spannung prüfen von der Batterie. Kann sein, dass die vielleicht irgendwie auf 10,8 oder sowas runter ist. Und dementsprechend nicht reicht. Und dementsprechend nicht reicht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, ja. Du kannst auf Spanisch mit den Zuschauern reden. No. No. No, no, no. No, no. No, no, no. So, der feine Herr holt hier das Multimeter raus. Und gucken wir mal, wa? Was da los ist. What do we have? 12,2. Hm. Das
müsste eigentlich gehen. Ja, scheiß Magneti Marelli. Angeknuspert ist er. Ist auch richtig rum angeknuspert? Ja, wir haben plus, plus. Mehr hat der Jute nicht. Masse ist auch dran. Ja, wir gucken mal, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, von mir auch nochmal hallo. Was wir ganz vergessen haben zu erwähnen, das ist tatsächlich jetzt hier, sind hier unsere ersten Startversuche bei dem Motor nach der ganzen Umbau-Action. Und wir haben es uns extra, wir wären gestern Abend sozusagen schon bereit gewesen, ihn zu starten, aber dachten uns, wir nehmen euch auf jeden Fall mit, heute früh in der Frische. Und dementsprechend gucken wir jetzt hier gerade, was mit dem Anlasser los ist. Der rückt nämlich nicht aus. Im Einrücklager, ne, Vincent? Und wir gucken, dass er jetzt quasi den Steuerstrom bekommt, dass er dann halt ausrücken tut. Und ja, so sieht's aus. Ich probiere das jetzt mal. Philipp probiert nochmal. Gucken, ob es jetzt läuft. Nö, funktioniert nicht. Ist die Frage, wollen wir mal deinen alten Anlasser einbauen? Ah, ist ja komisch, weil der Anlasser ist übrigens neu, Freunde. Der ist ein Magneti Marelli-Anlasser, wie ich ja vorhin schon meinte. Wir sind gerade ein bisschen verwundert, warum er es nicht tut. Aber wir gucken jetzt auf jeden Fall nochmal. Und kriegen das gleich schon irgendwie hin. So, also ich habe uns jetzt hier mal ein bisschen Licht organisiert, damit ihr uns auch besser seht. Philipp dreht jetzt gerade nochmal kurz den Motor ein Stückchen durch, weil wir hatten natürlich gestern häufiger den Motor durchgedreht. Und es kann natürlich sein, dass es ihm jetzt quasi gerade quer saß. Von daher ist es jetzt nochmal another try, dass es dann jetzt hoffentlich gleich noch funktioniert. Wie gesagt, Zündung ist abgesteckt. Philipp setzt sich gerade wieder rein. Nee, will er nicht. Ansonsten, wir versuchen es jetzt, glaube ich, gleich nochmal mit ein bisschen mehr Spannung. Die Batterie hatte zwar 12 Volt, aber wir wissen nicht genau, vielleicht bricht sie ja ein. Und genau, das machen wir jetzt mal. So, Freunde, einmal wieder Licht an. Besser ist es. Wir haben jetzt den Anlasser getauscht. Beziehungsweise Philipp hat ihn getauscht, ich war kurz nicht da. Für euch ist es ja jetzt direkt im Anschluss, aber bei uns liegen ein paar Minuten dazwischen. Plan ist jetzt natürlich nochmal versuchen, wir hoffen jetzt, dass er dieses Mal ausrückt. Und dementsprechend jetzt auch endlich mal ins Zweimassen-Schwungrad eingreift oder ins Schwungrad eingreift, so rum, um dann quasi auch endlich den Motor mal vernünftig zu drehen. Öldruck vorpumpen, dann wiederum Zündung anstecken, die Zündspule wieder anstecken, sodass er dann hoffentlich gut läuft. So ist der Plan. Und ja, damit werden wir jetzt mal gleich loslegen. Wir holen jetzt nochmal den Winnie dazu, weil er das natürlich auch miterleben möchte. Und ich glaube, da kommen sie wieder reingezischt. Da sind sie. Und ja, sehen wir uns gleich, wenn Philipp versucht zu starten. Alles okay? Der Anlasser geht schon. Der Anlasser qualmt. Der Anlasser qualmt, volles Rohr, Freunde. Juge, was ist denn hier los? Das fand er auf jeden Fall gerade nicht so gut. Ne? Er hat auf jeden Fall gedreht. Wo qualmt er denn? Eigentlich an den Kontakten, glaube ich. Ja. Eigentlich an den Kontakten. Oh, riecht nach Schweißen. Das riecht volles Rohr nach Schweißen, Alter. Also hier hat er nicht gequalmt, das haben wir gesehen, aber also am Kontakt passt, aber am Anlasser hat er gequalmt. Das ist die Frage, Kabel sind richtig dran, Philipp? Jojo. Jojo. Okay. Aber er hat halt auch echt wenig gedreht, ne? Er hat nicht viel gedreht, ne? Auf jeden Fall nicht. Der Anlasser war halt vorher auch schon nicht geil, ne? Nicht umsonst habe ich ihn neu gemacht. Voll. Dass er hier so gefunkt hat zum Beispiel, ja, Das hat er schon damals gemacht. Willst du einfach nochmal starten? Dann kann ich dir gleich die Aufnahme hier theoretisch zeigen. Dann seht ihr das hier auch nochmal, Freunde. Also was heißt starten? Drehen. Jetzt hat er es nicht gemacht. Doch, ein bisschen. Da ist er. Unten. Ja, wir brauchen eine andere Batterie. Ja. Und zwar eine, die wir direkt daran knüppern können. Ja. Okay, also man sieht, der Anlasser ist auch nicht mehr so schick. Aber ich denke mal, er würde es schaffen, wahrscheinlich mit einer vernünftigen Batterie zu starten. So, auf jeden Fall der Plan. Okay, also bauen wir jetzt irgendwo eine schöne Batterie aus, sodass wir das dann vernünftig hinkriegen, ne? Wenn man faul sein will, macht man es am Ende doch wieder richtig. Passt sie da rein? Batterie? Ja. Naja, nicht optimal, aber. Ja, nee, aber sie passt immerhin zumindest im Motorraum. Aber ich meinte jetzt mit den Halterungen. Bisschen zu groß, ne? Was ist das, eine 90er? 70. Ja, okay. Ich glaube, Golf ist eigentlich Max 64 oder so. Ah, okay, ja. Wobei es auch viele gibt, die sowas hier fahren, weil theoretisch passt. Ja, voll. Ne? Du musst ja nur auf den achten. Hm.
Tja, da drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen, ne? Mhm. Sind wir bereit, ja? Wir können wieder versuchen. Na, da bin ich mal gespannt. Ohne qualmenden Anlass hoffentlich. Wobei er es wahrscheinlich nicht aufgeben wird. Deutlich besser aber. Deutlich besser. Also schon gut schnell. Ne? War schon besser, ja. Jetzt könnten wir auch als Starthilfe noch die andere mit ranklemmen, ne? Theoretisch schon, ja. Hört sich schon mal solide an. Ready qualmt aber weiter. Ja, stimmt. Hier ist wieder ein bisschen qualmi. Qualmi ist auf jeden Fall am Start. Jetzt frag ich dazwischen meint ihr, ne? Na, hier unten. Am Masseband wahrscheinlich. Ja, ja. Wie gesagt, den habe ich ja nicht umsonst rausgeschmissen. Ja, voll. Abgesehen davon, dass er scheiße aussah. Ja, aber wir haben halt das Problem, dass der neue nicht ausrückt, ne? Jo. Das ist halt die Thematik. Und so wie du ihn jetzt lackiert hast, ist, glaube ich, eine Rückgabe auch schwierig. Er sieht besser aus als vorher, Junge. Ja, wenn sie den nicht zurücknehmen, dann weiß ich auch nicht. So, ich würde sagen, dann sind wir jetzt ready for Test, ha? Bin ja ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, ich auch. Ja? Mhm. Gesunde so. Aufregung? Ja, das schon. Sehr gut. Okay, dann macht er sich auf. Willi, machst du das zweite Video? Jetzt könnte es nämlich klappen, wisst ihr? Jo, Dicker, das Teil, Alter, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Schon ein bisschen sehr hart. Alter Vater. Jetzt war aber Zündverteiler drauf? Ja. Zumindest drauf, aber muss ich jetzt glaube ich auch erstmal Sprit holen und ich glaube er hat ein bisschen wenig Bums. Also er läuft schon relativ langsam mittlerweile wieder, ne? Ja, ja, los, los. So machen wir das. Er muss jetzt halt durchs ganze System erstmal Sprit durchziehen, ne? Ja, aktuell hat er Sprit bis hier und er muss es jetzt aber noch verteilen. Wir können natürlich ihm auch noch mal ein bisschen helfen. Können ihn da nochmal abziehen? Das ist die Frage, ob sie ihn nicht sogar vielleicht. Aber du hast doch jetzt durchs Organ die ganze Zeit, hat er sich da aufgezogen. Eigentlich ja. Ja, natürlich, aber er muss ja komplett durch. Er muss Pumpe, er muss den Ausgleichsbehälter füllen, er muss hier durch und dann nur ein bisschen Vergaser. Mhm. Und ist ja nur hydraulisch, also er dreht sich nur über Motordrehzahl. Mhm. Hat er keine elektrische Pumpe. Mechanisch meinst du? Nicht hydraulisch. Mechanisch meine ich. Meinst du, da ist so ein richtig dicker Hydraulikkolben drin? Richtig. Also das könnte man jetzt tendenziell halt nochmal versuchen. Hm. Können wir auch mal gucken. Da kriege ich ihn natürlich absolut bescheiden ab. Aber hier zum Beispiel könnte ich ihn halt abmachen. Hm. Kommt Sprit? Jo. Sehr gut. Also machen wir wieder den Schlauch auf und dann können wir nochmal den Startversuch wagen. Ne? So sieht's aus. Soll ich mir was halten? Es geht. Oder geht. Zebra liegt ja hier ein bisschen unter. Sehr gut. Ding weg. Schnell ruf da. Stelle ist noch dran. Jo. Perfekt. Oh nein, hier schon. So. Die schön goldverzinkte Schelle. Prima. So. Diesmal mit Starthilfe. Diesmal mit Starthilfe. Hat er auch richtig rum eingeschubst? Hast du perfekt gemacht. Klasse. Wie war das? Strom macht klein und hässlich. Da tut er. So. So, another one. Alle war schön mit euch. With vorwärts gesaugten Sprit. Er raucht auf jeden Fall nicht mehr. Nee. Ja, das ist immer halt, wenn diese Übergangswiderstände so groß werden, ne? Ja. Mal eine Kerze rausdrehen. Kannst du mal machen. Gucken, ob nass.
Und dann können wir, wenn nass ist, können wir auch gleich gucken, ob Funke da ist. So, erst was kommt passiert jetzt? Polnische Technik. Ich hab auch gehört, sorry. Also es liegt an Spritz. Mach mal. Klingt echt gefährlich. Das stinkt bei mir auch jetzt. Warte, dann mache ich hier kurz wieder Kastenmasken. Okay, aber willst du nicht einfach weiter ein bisschen mit Bremsenreiniger durchfeuern? Ich mag ja nicht so gerne. Ist ja nicht so klopffest. Was soll's? Soll da verpuffen? Was soll da verpuffen? Warte. So. Willst du noch mal was sagen zu den Problematiken und na klar. Und allem? Ach, ich, wa? Naja. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen rumgebastelt, kurz getestet. Ein Bremsenreiniger ist ja angesprungen vorhin kurz. Und jetzt haben wir rausgefunden, dass wir haben ja nur den alten Kabelbaum rübergeschmissen. Jetzt wissen wir auch, warum er nur rübergeschmissen ist. Weil hier bei dem Stecker, wir jetzt hier so notdürftig kurz repariert, sieht man hier dieses rote kleine Ding. Siehst du das? Ja. So ein bisschen. Ja, ist auf jeden Fall ein Teil von der Verkabelung vom Vergaser. Und die haben wir jetzt gerade einmal gefixt, vorübergehend. Und jetzt ist er angesprungen. Und jetzt, läuft! Jetzt gucken wir nochmal, ob er nochmal läuft, ne? Frage halt A, Staudruck, Lambda, sowas halt. Das läuft doch schon mal ganz gut. Freunde, du. Geil. Aber er läuft auch gut. Also er läuft, wenn er kalt startet, macht er 1100 Umdrehungen. Und das wird dann seine Notwerte sein. Und wenn er quasi diese kurze Phase überwunden hat, geht er halt aus. Von daher, nächster Plan, Abgasanlage komplettieren. Damit wir dürfen jetzt so gleich kurz abkühlen lassen. Müssen das Hosenrohr wieder rausfetzen, damit ich es mitnehmen kann zum Schweißen. Und dann haben wir das. Wir können nochmal ein kleines Video machen hier mit dem Handy. Mit dem Handy? Ja, hier so für die Instagram und so. Na klar. Mach mal. Und ich mach mal einmal an. Ich will ja auch mal erleben, wie ich das anfühle, meine Büchse wieder zu starten. Die Büchse? Hat mir auf jeden Fall wirklich gut gefällt, ist ja Klang, du. So ohne Cut und ohne Dämpfer ist schon gut. Philipp, erzähl doch mal, wie lange der jetzt nicht lief, wenn der das letzte Mal lief. Das wissen die Leute, oder? Ja? Also das letzte Mal gelaufen ist er, kann ich dir auf den Tag sagen, 1.4.2021. Da haben wir eben... Nee, 22, oder? 22, stimmt, sind ja knapp über ein Jahr. Ja genau, also 1.4.22 ist er das letzte Mal wirklich gelaufen. Oder wirklich gelaufen, naja. Knapp über ein Jahr, du bist ja geil, Alter. Naja, wieso? Komm. So anderthalb. Naja, auf jeden Fall war man da motiviert, um ihn sozusagen zum Saisonstart wieder rauszuholen. Ich weiß noch ganz genau, stand bei uns hinten in der letzten Ecke. Ich habe ihn rausgefahren. Tim war drin und ich war draußen. Er kommt so raus und meint so, na, irgendwie verbrennt dein Auto Öl. Bisschen. So, ah, Digga, kann nicht sein. Ist nur halt ein bisschen lang gestanden. Ist normal. Ist normal. Dann ist Philipp zurück in die Halle gekommen und der Junge, der wabernde Nebel über dem Boden. So, ich glaube, das ist nicht so gut. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell festgestellt, dass es halt Kopfdichtung sein muss. Ja, wir haben ihn dann draußen auch noch ein paar Minuten laufen lassen, um zu gucken, ob es wirklich nur irgendwo Öl war, so, was da reingelaufen ist. Aber er hat dann angefangen mit dem guten Dampflokmodus. Und volles Rohr, ey. Dann haben wir gesagt, okay, komm. Raus. Jetzt einmal alles. Und dann einmal richtig. Ja, und das hat sich leider ein bisschen hingezogen. Aber jetzt ist es soweit, dass ja wirklich nur noch
kosmetische Erledigungen zu tun sind, dass er dann nächstes Jahr, genau 2 Jahre dann später, am 1.4.2024, darf er dann mal wieder raus auf die Straße und kann endlich wieder bewegt werden. Freuen wir uns alle drauf. Fehlen jetzt sowieso ja noch ein paar Kleinigkeiten. Aber das machen wir dann noch. Geil. Macht's mal gut. Denn? Wolltest du schon wegschwenken, obwohl wir noch gar nicht Tschüss gesagt haben, oder was? Okay. Ja, also ja Freunde, tschüss, bis nächste Woche. Und ich weiß nicht, was wir euch nächste Woche zeigen. Keine Ahnung, wir lassen uns überraschen. Wird auf jeden Fall wie immer wundervoll. Von daher, liken, bitte abonnieren, kommentieren. Halt Maul. Nee, halt ich nicht.